Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch mal die neue Map Heulende Schlucht vorstellen. Das ist die neue Aram-Karte. Die ist heute erst frisch rausgekommen. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video hochladen werde, aber ich spiele sie heute zum ersten Mal. Sie ist heute, wie gesagt, frisch rausgekommen und da wollte ich sie gleich mal antesten. Und ja, ich habe hier Twisted Fate zugeteilt bekommen. Also die steht jetzt auch zu den normalen Kämpfen zur Auswahl. Das heißt also, man kriegt auch Punkte und alles dafür und Zuweisungen und alles. Aber wie gesagt, ich kenne mich da noch nicht großartig aus. Ist jetzt, wie gesagt, meine erste Runde hier auf Heulende Schlucht. Und ja, also das steht jetzt ganz normal wie bei normales Spiel. Domination steht darunter jetzt Aram. Und ganz normal kann man sich da auch Freunde und alles einladen. Also das ist schon recht nice gemacht. Was so als ja, Community-Projekt begann, wurde jetzt fest ins Spiel einintegriert und ja, dann werden wir mal gucken, was uns die Karte so alles bringt. Also ich habe schon gehört, das soll ein bisschen zerstörbare Umgebung sein. Habe ich schon gelesen. Also hier Frostbite 3 Engine ist auch mit am Start. Und ja, mal gucken, was uns hier das alles so für uns bereithält. Also wir haben einen Gragas im Gegnerteam, das ist auf Aram natürlich nicht so gut, also für uns. Gragas dominiert schon sehr stark auf Aram. Ja, mal gucken, wie sich das hier mit den Startgolden alles so verhält. Ich glaube, das müsste eigentlich auch das gleiche sein wie auf der normalen Aram-Map. So, vom Design her wurde da auch einiges geändert. Also soll jetzt so ein bisschen frostig wirken irgendwie. Wo jetzt ja auch der neue Champ rauskommt. Hier diese Lysaria, hier dieser Eis-Champ, AP, der Typ da, der Teil. Und dann passt ja auch ganz gut zusammen jetzt. Mit der Eis-Aram-Map. Und ja, komm, Riven, zieh durch. Zieh mal richtig einen durch. Ja, wie gesagt, man kriegt zufällig einen Champ zugeteilt, den man hat. Und mit den Neuverteilungen, die man kriegt, kann man nochmal das alles irgendwie, ja, wie es schon der Name sagt, neu verteilen. Und die Neuverteilung erspielt man sich, indem man Aram spielt. Ja, wer hätte es gedacht? Und ja, falls einem der Champ, der einem zugeteilt wurde, nicht gefällt, kann man dann da drauf drücken und dann wird es neu verteilt. Wie oft das geht, da habe ich keine Ahnung. Wie gesagt, das ist alles hier ganz Neuland für mich. Und jetzt startet auch schon das Game. Müsste. Theoretisch, wenn sie jetzt bereit ist. Und dann wollen wir mal gleich gucken. Also ich bin sehr gespannt. Mal gucken, wie das alles hier sein wird. So, jetzt geht's los. Okay. Design ist schon mal sehr anders. Der Job sieht auch anders aus. Startgold ist das gleiche. So, die Tipps brauchen wir nicht. Man hört hier Schreie im Hintergrund. Sehr nice. Der Hintergrund bewegt sich. Das finde ich sehr cool. Das ist sehr cool gemacht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Willkommen in der heulenden Schlucht. Sehr nice. Guck mal, seht ihr hier die Details? Oh, das finde ich ja. Finde ich spontan geil hier mit der Maus und so. Finde ich spontan cool. Ich hoffe mal, dass unser Team jetzt auch ein bisschen gescheit ist. Dass wir die Map auch ein bisschen gewinnen. Also, Hintergrundmusik ist auch sehr nice gemacht, muss man sagen. So, da kommt auch schon der Erste. Ja. Und da haben wir schon das First Blood. Wie gesagt, Gragas auf der Map, das ist ein richtiger Albtraum. Vielleicht sollten wir es mal ein bisschen leiser machen. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier so ein bisschen was hingezaubert kriegen. Auf Aram ist immer sehr wichtig, man muss durchpushen, damit man an die Heilsphären kommt. Weiß ich gar nicht, ob es hier auch die gibt, aber die müsste es eigentlich auch da geben. Damit man an die erste Heilsphäre von den Gegnern kommt. Da kriegt eigentlich Sandio. Ist auch zufällig meine erste Map heute. Mein erstes Spiel. Dann wollte ich mal gleich diese neue Map hier testen. TF ist natürlich auch sehr geil hier auf Aram. Oder auf der heulenden Schlucht. Aber die Details hier, man sieht hier die kleine Maus da. Oder was das ist. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Finde ich nice. Das ist auch mal wieder ein bisschen was Neues hier. Also Aram kennt man zwar schon so an sich, aber vom Design her ist das doch immer mal eine Abwechslung.
Ich weiß jetzt gar nicht, wenn man ein freies Spiel geht. Also das ist jetzt, ich bin nicht auf freies Spiel gegangen, um Aram zu erstellen. Das ist jetzt, wie gesagt, mit normal enthalten, die Map. Auf freies Spiel weiß ich ja nicht, ob da auch die Aram-Map ist oder ob da hier schon diese heulende Schlucht auch mit da am Start ist. Entzünden und kill. Und du kriegst einen Stun. Ja, das läuft doch. Da krieg ich einen gestunt. So. Also, TF auf der Map ist OP. OP muss man sagen. Aber der Gragas von denen ist auch nicht gerade der Beste. Also, Gragas ist auch heute die Woche free to play. Das heißt, das könnte auch ein Frischling sein. Na, kommt da ran. Ah, der traut sich nicht. Dann kriegt er hier so eine. Oh, da ist die Heilsphäre, die erste. Lieber einnehmen, bevor die Gegner das tun. Ja, das läuft eigentlich soweit ganz gediegen. Ach, der hat meinen Stun geblockt, der Arsch. So, gibt es hier noch irgendwelche Unterschiede? Ja, die Tower sehen ein bisschen anders aus, so auf Aram jetzt, auf der Map. Ansonsten das Design an sich auch alles total anders. Aber nicht unbedingt schlecht. Also ich finde es ganz nice. So, nehmen wir mal hier. Jetzt haben wir schon die Ulti. Ja, den Karten ist natürlich sehr leicht auszuweichen. Ja, die Türme gefallen mir auch. Die sehen auch ganz nice aus. Also, ich weiß auch nicht, ob die Karte an sich jetzt noch so Bugs enthält zum Anfang. Könnte natürlich sein. Aber eigentlich sind die ja von Riot da hinterher, dass die das eigentlich alles ganz gescheit machen. So. Ja, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Aram gespielt habt. Und ob ihr, was ihr von der Map haltet. Ob die euch gefällt, ob die euch zusagt vom Design her. Also mir gefällt sie ganz gut. Du bist tot, mein Freund. Also wird bestimmt, also mir gefällt es auch sehr gut, dass man jetzt hier auch so normale Games da, also es ist, wie gesagt, ich find's geil, weil vor kurzer Zeit habe ich mich darüber so ein bisschen aufgeregt, dass die Aram-Maps oder die Aram-Games an sich nicht zu den normalen Spielen gehören. Das heißt, man kriegt keine Vasallen und nichts, keine Punkte. Weiß ich noch nicht, ob's das hier auch ist, aber wie gesagt, es ist unter den normalen Games, also gehe ich mal davon aus, dass man hier auch, dass die Vasallen da eingetragen werden, dass die gewonnenen Games eingetragen werden. Und deswegen finde ich das schon sehr nice. Ah, guck mal, da hinten ein Freekill. Ah, der haut ab. Ja, das waren, finde ich, gute Ulti. Das ist mein Glückstag. Und mit, ja, Z und TF ist natürlich ein guter Wave-Clear da. So, mein Freund, du bist auch tot. Ach, da hat er erstmal hier seine scheiß Ulti. Ah, die wird dir nicht viel nutzen. Hat die scheiß Tussi da den Typen weggeholt. Alter! Are you serious? Du bist tot, mein Freund. 4-0 steht's. 9-1 insgesamt. Easy game. Doppeltötung. Was ist denn los hier? Wieder heute Noobs am Start. Oh, jetzt habe ich... Nee, hab doch kein Tower halt kassiert. So. Und lieber nehmt ihr das Heil-Kit und anstatt die Gegner das nehmen, auch wenn ihr Full Life seid. Es sei denn, es braucht jemand aus eurem Team das. Dann lasst ihn das natürlich. Aber ansonsten besser ihr als der Gegner, ne?
wie sich mein Team im Busch verkriecht. Aber von der zerstörbaren Umgebung habe ich hier jetzt noch so nichts gesehen. Außer jetzt an den Seiten da die Effekte, aber so, dass man selbst was zerstören kann, hätte mich auch schon gewundert, wenn man selbst irgendwie was zerstören kann. Das wäre schon, also, dann Respekt. Aber habe ich mir schon fast gedacht, dass das auf die Umgebung fixiert ist. Ja, eine Doppeltötung. Ja, ich tank so lange den Tower, dass mein Team die kriegen kann. Und das wird auch schon der erste Tower für uns sein. Ging recht schnell. So, und während die da hinten Party machen, pushen wir so lange mal hier durch. So, und jetzt können sie natürlich recht wenig machen. Weil wenn ich so ein bisschen mit meiner Karte treffen würden, hätten. Dann sind die nämlich schön am Arsch. Jo, macht schon schön Damage. Als wenn ich erstmal shoppen gehe, dann ist sowieso vorbei. Mit Twisted Fate kann ich eigentlich nicht so gut spielen. Aber auf Aram ist der halt bombastisch. Kann schön Wave clearen mit. Kannst die Gegner schön poken. Aber ich denke mir mal, mit Gragas hätte ich auch gewonnen. Also, Gragas spiele ich ja nun schon ein bisschen länger als Twisted. Aber. Oh. Jetzt werde ich ein bisschen greedy hier. Aber er läuft. So, und da fallen jetzt ein paar Kills hier für mich. Komm. Alter, wenn ich meine Ulti habe, ne? Dann seid ihr aber... Komm. Ah, schade. Ich wollte den Zinn noch drauf kriegen. Hat leider nicht mehr geklappt. Oh. Ah, wird. Stirbt er noch? Stirbt er noch? Jo, du bist tot, mein Freund. So. Jetzt ist Shopping Time. So. Mal gucken, wie auch der Shop so aussieht. Also ich glaube, auf der anderen Seite ist der ein bisschen besser designt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ah, das ist doch cool. Coole Animation. Finde ich nice. So, die kaufen sich Magie-Resi. Ich weiß jetzt leider nicht, ob da einer im Busch ist. Ja. Ja, jetzt mache ich gut Schaden. Ja, aber der auch. Das ist ein gutes Team. Das unterstützt sich gegenseitig. Hat man auch nicht so oft. Ah, jetzt traut sich keiner. So, und du wirst wahrscheinlich sterben. Alter, diese Poppy, ne? Mann! Fokussen auf genau nicht mich raus, ey. Okay, ich brauche
Stundenglas. Ich brauche unbedingt Stundenglas. Aber erstmal gehe ich auf hier Flug des Lichtes und danach hole ich mir ein Stundenglas. Weil das ist mir, ich werde zu schnell rausgefokust hier. Das ist nix. Wie viel Leben noch? Oh, wurde nur einer getötet. Jetzt nutzt sich keiner hier das Heals-Feld, ne? Und das meine ich damit. Wenn sich keiner aus euren Team dazu bereit erklärt, das Heal-Pack zu nehmen, dann nimmt es lieber selber, bevor es die Gegner nehmen. Das ist dann zu unsicher sonst. Aber die Jenna, die macht das gut. Die sagt dann Bescheid und dann stellen sie alle hin hier. Und dann ist Healen angesagt. Das ist ganz cool. Nur leider kann ich außer meinen Karten nicht viel casten so an sich. Und du bist tot, mein Freund. So. Kann ich eine Minion Wave schon one-shotten? Und jetzt werden sie langsam ausgespielt da. Ah, die ist scheiß Ulti, ne? Lauf, Z, lauf. Und tot. Komm. Oh, outplayed. Ein Gegner wurde getötet. Bezaubernd, nicht wahr? Ah, ich glaube, der Gragas wird später noch zum richtigen Problem werden. Als ob da keiner drin ist. Ja, der Wave Clear von TF. Legendär. Und die Poppy hat schon wieder auf mich abgesehen. Ah, die Jenna, die macht das richtig gut. Ja, ey. Der macht den Damage, der Wichser. Muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich gewonshottet werde. Das wäre die Ulti. Ein Verbündeter wurde getötet. Sehr nice. Nehme ich mir mal das Heal-Pack hier. Das ist mein Glückstag. Jetzt stehen wir vorm Invitor. Ups, das war die falsche Karte. Ah, jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe ja einen erwischt, Mensch. Ah.
Freundchen. Nicht mal lieber das Healpack hier hinten. Ist richtig kalt, wenn man hier auf der Karte spielt. Den Rice könnte ich mir vielleicht schnappen. Aber da bin ich auf jeden Fall tot. Der ist jetzt tot. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ja, ich flash lieber mal. Sicherheitshalber. Sie ist auch tot. Sehr gut. So, das heißt Inhibitor. Wie viele sind tot? Nur noch Gragas fehlt. Okay. Der wird wahrscheinlich jetzt auf mich aus sein. Ja, die Hintergrundmusik, die ist auch eigentlich recht nice so an sich. Finde ich nice. Cool gemacht. Das nehme ich mir mal lieber. Willst du das oder soll ich? Na, nehme ich mal. So. Stun-Karte schon mal rausholen. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. So, dann holen wir uns jetzt mal... Kann ich mir das dann noch leisten? Hey. Verkaufen wir mal lieber das und holen uns das hier. Das ist mir nämlich jetzt momentan wichtiger als so ein Lichbane. Fluch des Lichtes. Dann kann ich nämlich meine Ulti reinmachen und dann Stundenglas anderen, wenn ich Damage abkriege und dann... Ja, ist einfach besser. Also ist so ein typisches Standard-TF-Bild so. So, wie weit komme ich mit meiner Ulti? Nicht so weit. Aber unter den Tower könnte ich mir jetzt gleich Poppy holen. Ah, es war ein bisschen fail. LOL, bin ich alleine hier oder was? LOL! LOL! Stundenglas! Ha! Outplayed! Komm! Scheiße. Ich hab gar nicht. Oh, das war dämlich. Ich hab gar nicht gesehen, dass ich alleine hier bin. Fuck. Das sollten wir hoffentlich trotzdem noch gewinnen. Hm, was hol ich mir denn als nächstes? Am besten irgendwas. Oh, Lernstab oder so, denke ich mal. Oh, oh, es sieht jetzt aber nicht gut aus. Was sollten wir gehalten kriegen? Ich finde ja auch die Leute super, die zu blöd sind, um den Karten nicht auszuweichen. Leider kann ich da nicht so viel machen. So, das ist schon mal sehr gut. Nice! Dafür nicht zu viel Damage von denen kassieren. Das gibt's nicht. Ein bisschen die Vasallen nach vorne pushen. Gleich seine Ulti.
Alter. Habt ihr den Schaden gesehen? Krass. Lol, wie soll alle KSen hier? Ah. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Aber die Animation, wenn der Tower zerstört wird, ist auch anders. Alter, lauf nicht zu mir hin. Hier fällt. Nee, das schaffen wir nicht. Können wir nicht überraschen. Jetzt muss ich mich beeilen. Lol. Das TF. Bam! Alter, nur Chance! Keine Chance haben die Gegner, keine Chance. Na Mensch, das sieht doch gut aus. Ja, GG. Dann habt ihr jetzt mal auch einen kleinen Eindruck von der neuen Aran-Map erhalten. Oder hier diese... Was weiß ich, wie heißt, habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch die Map gefällt. Und was ihr für Erfahrungen darauf gemacht habt. Und ja, ob ihr das ganz nice findet vom Design und alles her. Das war's von mir soweit. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal.